zum Thema Ableitungen in der Kinematik. Aus der Mathematik wissen wir, wenn a eine reelle Zahl ist, die zum Definitionsbereich einer Funktion f gehört, und wenn der Grenzwert von f von x minus f von a geteilt durch x minus a, wenn x gegen a strebt, eine reelle Zahl ist, so bezeichnet man diese reelle Zahl mit f' von a. Durch diesen Grenzwert wird dieser Zahl a, also diese Zahl f' von a, zugeordnet, und dieses Zuordnungsgesetz, das ist die Ableitung von f, die mit f' bezeichnet wird. Die Ableitung f' von x kann auch so geschrieben werden: man schreibt die Ableitung von f gegenüber der Variablen x. Die zweite Ableitung kann so geschrieben werden: f' von x, oder auch so: es ist die zweite Ableitung von f gegenüber der Variablen x. Im Moment t gleich 0 startet dieser Fahrradfahrer, und genau im Moment t Index 0 beginnt dieses Mädchen die Bewegung des Fahrradfahrers zu beobachten. Die zurückgelegte Strecke s ist selbstverständlich eine Funktion der Zeit, weil sie ja im Laufe der Zeit ändert. Das Mädchen möchte jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit vom Fahrradfahrer von diesem Augenblick t-Index 0 bis zu diesem Augenblick t berechnen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird natürlich berechnet durch die zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die zurückgelegte Strecke, das ist die Strecke von hier bis da, also s von t, minus die Strecke von hier bis da, also s von t0, geteilt durch die dazu benötigte Zeit, und die Zeit, die von da bis da vergeht, das ist die Zeit t minus diese Zeit t0, also so. Möchte das Mädchen die Durchschnittsgeschwindigkeit auf dieser Strecke berechnen, so nimmt sie genau dieselbe Rechnung vor. Auch auf dieser Strecke, das ergibt dieselbe Rechnung, eben mit dieser Zeit klein t. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von da bis da wird wieder so berechnet, und jetzt lassen wir t gegen t0 streben. Der Grenzwert dieser Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn t gegen t0 strebt, das ist die momentane Geschwindigkeit. Das heißt also, die momentane Geschwindigkeit des Fahrradfahrers im Moment t0, das ist der Grenzwert von dieser Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn t gegen t0 strebt. Aber hier haben wir den Grenzwert von einem Differenzenquotienten genau wie da. Also können wir durch diese Definition der Ableitung sagen, dass dieser Grenzwert gleich ist zur Ableitung von dieser Funktion s bei der Zeit t0 ausgedrückt. Also dieser Grenzwert ist durch die Definition der Ableitung gleich zu s' bei t0 ausgedrückt. Und somit sehen wir, dass die Geschwindigkeit in einem Moment t0 nichts anderes ist als die Ableitung der Position in diesem Moment t0. Jetzt machen wir genau dasselbe für die Beschleunigung. Das Mädchen berechnet die Durchschnittsbeschleunigung von t0 bis t durch diesen Druck. Es ist die Geschwindigkeitszunahme geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und wieder rechnen wir den Grenzwert von diesem Bruch, wenn t gegen t0 strebt. Wir lassen t gegen t0 streben,
Und die momentane Beschleunigung, das ist dann automatisch der Grenzwert, wenn t gegen t0 strebt, von dieser Durchschnittsbeschleunigung. Und hier erkennen wir wieder den Grenzwert von einem Differenzenquotienten, genau wie bei dieser Definition. Woraus wir also schließen, dass die Beschleunigung im Moment t0 nichts anderes ist als die Ableitung der Geschwindigkeit im Moment t0. Also ist das auch die zweite Ableitung der Position im Moment t0. Das sind allgemeine Formeln aus der Kinematik. Die Geschwindigkeit, das ist die Ableitung der Position, und die Beschleunigung, das ist die Ableitung der Geschwindigkeit, also die zweite Ableitung der Position. Überprüfen wir das in zwei bekannten Beispielen. Zuerst einmal die GGB, die geradlinige gleichmäßige Bewegung. Wir kennen das Gesetz S von T für eine GGB, das ist, die zurückgelegte Strecke ist gleich zur konstanten Geschwindigkeit mal die Zeit. Wenn wir die Position ableiten, dann leiten wir also dieses Produkt ab. Die Variable ist t und v ist eine multiplikative Konstante. Also die Ableitung von diesem Produkt, das ist diese Konstante v. Und wir stellen effektiv fest, dass die Ableitung der Position die Geschwindigkeit ist. Bei einer GGB ist die Beschleunigung gleich 0. Wenn wir diese Position v mal t ein zweites Mal ableiten, dann bedeutet das, dass wir diese Geschwindigkeit ein erstes Mal ableiten. V ist aber konstant bei einer GGB. Also die Ableitung einer Konstanten, das ergibt 0. Wir finden effektiv als Beschleunigung 0. Zweites Beispiel, eine GGBB, eine geradlinige, gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Das einfachste Gesetz solch einer Bewegung ist dieses da. Die zurückgelegte Strecke ist gleich zur Beschleunigung mal das Quadrat der Zeit geteilt durch 2. Wir sehen, die Strecke ist effektiv eine Funktion der Zeit. Wenn wir diese Funktion einmal ableiten, dann finden wir a mal t. Ein halbes fliegt aus der Ableitung raus, so bleibt noch a mal t Quadrat abzuleiten. Diese Ableitung, das macht 2at und diese 2 kürzt sich mit der 2 von unten weg, somit bleibt a mal t. Und aus der Kinematik wissen wir, bei einer GGBB ist das Produkt von a und t die Geschwindigkeit. Wenn wir diese Geschwindigkeit jetzt ableiten, das heißt, wir leiten die Position ein zweites Mal ab gegenüber der Variablen t, dann bleibt diese Konstante a übrig. Also, auch hier bestätigt es sich, dass die Ableitung der Position die Geschwindigkeit ist und die Ableitung der Geschwindigkeit die Beschleunigung ist.